Verkehrswende, das klingt ja fast wie Energiewende. Die Energiewende in Deutschland wird häufig mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Verbindung gebracht und den damit verbundenen CO2-Reduzierungen zur Stromproduktion. Das bedeutet, Verkehrswende dient eigentlich der Reduzierung der CO2-Emissionen im Verkehrssektor. Warum ist denn die Verkehrswende so wichtig? Rund ein Viertel der CO2-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehrssektor. Und mit gut 60% der CO2-Emissionen im Verkehrssektor bildet der Pkw-Verkehr. Und da müssen wir ansetzen. Und hier sind beispielsweise Elektromobilität oder Wasserstoff wichtige Möglichkeiten, um die Emissionen zu reduzieren. Doch egal, ob jetzt wasserstoffbetriebene oder batteriebetriebene Fahrzeuge, wir werden damit nicht alle Probleme des Verkehrssektors lösen. Staus oder zu viele Autos in Innenstädten werden dadurch nicht reduziert. Wir sehen also, wir haben viele Probleme im Verkehrssektor. Komm doch her an die Hochschule Nordhausen und hilf, diese Probleme zu bewältigen.